Sehr geehrte Gäste, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen der KHM, liebe Freunde vom Chaos Computer Club und auch Freunde des Chaos Computer Clubs, liebe Hackerinnen und Hacker, liebe Künstler und Künstlerinnen, ich freue mich, dass ihr heute Abend hier seid, um die erste Chaos Cologne mit uns gemeinsam zu begehen. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art an der KHM. Und sie ist auch ein Teil unseres 25-jährigen Jubiläums, das wir dieses Jahr an der KHM begehen. Und ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Der Titel der ersten Chaos Cologne Edge of Control weist darauf hin, dass wir mittlerweile auf einem schmalen Grat wandern zwischen unserer Kontrolle über die Dinge, die wir geschaffen haben, und der Kontrolle dieser Dinge über uns. Das wird neben vielem anderen auch ein wiederkehrendes Thema sein, dass wir in den Vorträgen und Workshops in den nächsten 2 Tagen hier behandeln werden. Es ging uns, Initiatoren der KHM und des C4, darum, diese Konferenz auch als einen Versuch zu starten zwischen 2 gefährlichen Substanzen, dem Hacktivismus und der Kunst. 2 Systeme, in denen Menschen sich bewegen, denen jeweils ein Ruf vorauseilt. Auf der einen Seite die gefährlichen Hacker, die an keinem elektronischen Gerät vorbeigehen können, ohne den Versuch zu unternehmen, in die Innereien einzudringen, zu schauen und es zu manipulieren, zu modifizieren und so die Macht über die Geräte zu übernehmen. Auf der anderen Seite die Künstler, die sich nicht an die üblichen Regeln halten, die mit ihren Werken die Öffentlichkeit herausfordern, sei es durch tatsächlich provokative Inhalte oder auch einfach nur durch Unverständlichkeit, wie es zumindest aus Sicht eines nicht eingeweihten oder unwissenden, oft unwissenden Publikums aussieht. Die Ehrfurcht ist groß vor den Hackern, vor der Kunst. Und ihr seht, ich bediene hier Klischees und spreche von bestehenden Mythen, die sich um Helden oder Genies ranken, von Vorstellungen, die im kollektiven Bewusstsein verankert sind und die durch die Darstellung in der Medienberichterstattung, aber auch in den Unterhaltungsmedien gerne weiter gepflegt werden und ziemlich ehrfurchtseinflößend daherkommen. Zum Beispiel, was die unglaublichen Fähigkeiten von Hackerinnen und Hackern anbetrifft. Im Falle der Kunst dient der Mythos der Einzigartigkeit von Künstlerinnen und Künstlern und damit eher dem Erhalt eines Kunstmarktsystems, das kaum mehr kennt als die Steigerung der Marktwerte. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es sich bei diesen beiden um besondere Substanzen handelt. Aus meiner Sicht liegt das Besondere aber weniger in der Außergewöhnlichkeit der Personen, sondern darin, dass Hackerinnen und Künstlerinnen sich besonders dafür interessieren, was um sie herum in der Gesellschaft und speziell im Bereich der Technik passiert, dass sie sich einmischen und das Bestehende in Frage stellen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn diese beiden Substanzen jetzt in den nächsten 2 Tagen miteinander reagieren, und freue mich heute Abend ganz speziell auf die Keynote von Cornelia Solfrank und das anschließende Konzert von Hans W. Koch, Dirk Specht und Studierenden des Klanglabors. Wir sehen hier den Aufbau schon vor uns. Und im Anschluss wird es dann noch eine kleine Party geben, zu der uns die Studierenden einladen. Das ist hier um die Ecke im Sozialraum des Astas. Bevor ich jetzt an Christian Sievers übergeben möchte, mit dem ich zusammen im Vorfeld die Organisation und Planung von Seiten der KHM gemacht habe, möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass wir hier an der Schule selbst oft auf der Edge of Control wandeln, zwischen dem, was wir uns als freies künstlerisches Experimentieren vorstellen und den Anforderungen an die Sicherheit, die uns zunehmend abverlangt werden. Ich möchte auch deshalb speziell den jeweilig Beteiligten der IT, der KHM und des CCC danken, dass wir das Thema Sicherheit, was die Einrichtung des Netzzugangs für die Konferenz anbetrifft und im Vorfeld auch für lange und ausufernde Diskussionen gesorgt hat, doch dann sehr einfach gelöst haben. So, Christian, jetzt bist du dran. Funktioniert das schon? Okay. Ich versuche mal hier frei zu stehen. Ich will ja auch mein Gesicht zeigen. Also auch wie Matthias danke ich ganz herzlich allen, die geholfen haben, das hier möglich zu machen, und auch ganz besonders den technischen Angestellten der KHM, die wirklich bis zuletzt alles gegeben haben, und allen anderen, die du auch schon genannt hast. Einer der Gründe, warum wir von der KHM uns dem CCC gerne als Wirtskörper angeboten haben, ist ja, dass wir möchten helfen, die Lücke zu füllen, die SIGINT hinterlassen hat. Die gab es viele Jahre, letztes Jahr gab es sie gar nicht.
ist ein Unding und wir haben die Möglichkeit und gerade hier an der Kunsthochschule für Medien sollte auch ein Platz sein für diese Art von Diskussionen und das muss hier auch ein Thema haben. Und ein weiterer Grund ist, dass es gibt ja anscheinend von jeher so ein gegenseitiges Interesse von Hackern an Künstlern, von Künstlern an Hackern, an Makern und aber was ist die große Frage ist ja, was verbindet uns eigentlich? Und Trennendes findet sich ja ganz schnell. Also im schlimmsten Fall denken die Künstler, die Hacker müssten die Konzepte nur noch technisch umsetzen. Und die Hacker glauben, sie haben ja selber genug Ideen und die Künstler könnten höchstens dafür gebrauchen, diese Ideen ein bisschen die Oberfläche zu gestalten. Und aber was beide verbindet, und das ist echt eine starke Verbindung, und beide beschäftigen sich ja schöpferisch und spielerisch und auch respektlos mit den Technologien, die ja unseren Alltag bestimmen. Und beide lassen ja etwas auf die Welt los, was im Idealfall dann da anfängt, ein Eigenleben zu führen. Und also haben wir uns gedacht, man müsste eigentlich mal anfangen, zusammenzuarbeiten. Das ist der Grund. Wir haben aber auch das ein bisschen formalisiert am eigenen Programmpunkt, das ist morgen Abend um 21 Uhr, das nennt sich Kantenüberquerung. Wer möchte, kann da eine Idee vorstellen, von der er meint, oder sie meint, dass sie nicht nur für ihn selber interessant ist, sondern auch vielleicht für jemand anderen, aber das alleine nicht machbar ist. Und dann ist es vielleicht hier in dieser Runde dann möglich, dafür jemanden zu finden, mit dem man das zusammen machen kann. Und das ist mir egal, ob das Hacker oder Maker oder Künstler sind, die was suchen. Es geht nicht um Startups und es geht nicht um Geld, sondern es geht ja darum, was zu finden, was es wert ist zu machen und was interessant ist. Und auch in dem Zusammenhang, zum Glück stellt ja niemand mehr die Frage, ist das denn eigentlich Kunst? Was ja total egal ist, sondern es ist ja viel wichtiger, ist es interessant? Und davon gibt es eigentlich eine ganze Menge hier, glaube ich. Also wer da was vorstellen möchte, bitte mich ansprechen. Bin ich auch gespannt, was bei rauskommt. Da morgen Abend. Ich habe noch keine Anmeldung. Aber so ist das nun mal. Und man programmiert das. Und dann muss man... Ne, ich werde dann auch da sein, um das zu moderieren. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und das Prinzip gilt eigentlich nicht nur für diesen Programmpunkt am Samstag, sondern das gilt ja für die gesamte Konferenz. Ne? Und das Wichtigste an dieser Veranstaltung ist ja, dass wir hier sind. Ne? Dieses Aufeinanderprallen von Hackern und Künstlern und Makern und Haxeln und Künstlerinnen und das tatsächlich präsent sein. Und dann kann was passieren. Ich bin dankbar für das Streaming und auch für die geballte technische Kompetenz, die das möglich macht. Und das eignet sich super für so Vortragsformate, aber es passiert ja noch ganz viel außerhalb dieses Vortragssaals. Und das lässt sich ja auch nicht streamen. Und darauf bin ich auch gespannt. Ich dachte, das mit der Präsenz und so weiter wäre eine super Überleitung zu Cornelia, die ich ganz kurz noch vorstellen möchte. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Sie ist unsere Öffnungsrednerin. Als wir sie letztes Jahr gefragt haben, ob sie sich vorstellen könnte, bei uns zu sprechen, hat sie gleich gesagt, oh ja, sehr schön, da gibt es ja auch viel zu streiten, wenn diese zwei Welten aufeinandertreffen. Heute meintest du ja, bist du ein bisschen versöhnlicher. Aber überhaupt, dass es zu einer gemeinsamen Konferenz kommt, ist ja ein Durchbruch. Und wir hoffen, dass es nicht die letzte bleibt. Cornelia Solfrank hat Kunst studiert und beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit der sich ändernden Rolle des Künstlers im Informationszeitalter. Und jetzt muss ich zitieren, weil ich kann das nicht so gut sagen. Ihr bahnbrechendes Werk ist der NetArt Generator. Immer noch eins der besten Kunstprojekte im Internet überhaupt. Führte es in seiner Fassung Female Extension von 1997 den ersten in Deutschland von der Hamburger Kunsthalle ausgeschriebenen Netzkunstwettbewerb vor und gab ihm eine Lächerlichkeit preis und ermöglichte ein nachhaltiges Reflektieren über die vermeintliche Kompetenz der Fachleute in Sachen Gegenwartskunst. Zudem deckte das Werk auf sinnlich und konzeptuell stimmige Weise die verdeckten Machtmechanismen öffentlicher Preise und der Jurierung von Kunst auf. Und in dieser Arbeit flutete eine Unzahl von maschinell generierten Netzkünstlerinnen in Häkchen den Wettbewerb.
Die Software programmierte mit ihren künstlichen Irrläuferinnen die Jury auf ein oberflächlich politisch korrektes Quotenbewusstsein ein. Der hohe Frauenanteil, wie ein Häkchen, am Wettbewerb wurde Marketingaspekt und führte gleichzeitig zu Fehlinterpretationen. Auf die Erzeugnisse dieser Vorspiegelung schaute dann auch niemand mehr wirklich intensiv. Bis heute stellt das Werk im Sinne der Eingangsbeschreibung die Rezeptionsgewohnheiten auf die Probe. Nur als Beispiel für eine Arbeit, für die Cornelia bekannt geworden ist. Aber seitdem wirft ihre Arbeit grundsätzliche Fragen nach der Kunst im Informationszeitalter auf. Also Fragen der Autorschaft, des Originals, des Materials digitaler Medien. Ja, was ist das eigentlich, was wir die ganze Zeit machen? Des Werkbegriffes und auch des Ortes von Netzkunst. Eins ihrer großen Themen ist die Post-Intellectual Property Ästhetik und die Rolle der Kunst im Free Software Movement. Es geht also darum, wie diese Systeme arbeiten und auch zu untersuchen, ob man diese Mechanismen kritisch auf die Kunstwelt anwenden kann. Also Free Flow of Information, geht das eigentlich? Ein weiterer Schwerpunkt ihrer künstlerischen und theoretischen Forschung sind Genderfragen im Hinblick auf die Welt der Technologie. Cornelia hat 1990 die Künstlerinnengruppe Frauen und Technik mitbegründet, aus der später das Kollektiv Innen hervorging. Ihr Interesse am kollektiven Arbeiten führte 1997 zur Gründung des Old Boys Network. Im selben Jahr organisierte Solfang mit den Kolleginnen des Old Boys Network, das lese ich einfach gerne vor den Satz, die erste internationale Cyberfeminismus-Konferenz. Im Zentrum der Arbeit zum Thema Cyberfeminismus steht für Solfang die Erforschung künstlerischer Strategien im Hinblick auf ihre politischen Potenziale. Sie ist als Rednerin viel gefragt, sie ist viel unterwegs und trägt regelmäßig bei internationalen Symposien und Konferenzen vor. Wir freuen uns sehr, sie heute hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Cornelia Solfang. So, guten Abend alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, in Köln. Und als erstes ein großes Dankeschön an die Leute, die das ermöglicht haben und die mit mir korrespondiert haben und das organisiert haben. Allen voran Christian und auch vielen Dank für die nette Einleitung. War fast alles richtig. Und ein großes Dankeschön auch an Karen, die, glaube ich, sehr glücklich ist, dass das jetzt stattfindet hier. Vielen Dank an dich und an deine unermüdliche Energie. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein historischer Moment ist heute. Es ist nicht übertrieben, dass meines Wissens zum ersten Mal eine Hackerkonferenz an einer Kunsthochschule stattfindet. Und ich finde es ganz besonders und aufregend, dass ich dabei sein kann. Wie Sie vielleicht dem Abstract entnommen haben, oder der Titel des Vortrags ist Hacking and Art in the Post-Snowden Era. Dieser Titel oder das Thema, was es umfasst, geht um drei verschiedene Dinge. Es geht einmal um technologierelevante Themen, Hacking. Es geht um Kunst, die Rolle der Kunst bei dieser ganzen Thematik der Überwachung und natürlich die politische Dimension dessen, was Snowden uns eröffnet hat in den letzten zwei Jahren. Und wie Sie wissen, ich bin Künstlerin und ich werde versuchen, aus meiner künstlerischen Perspektive heraus diese drei verschiedenen Gebiete zusammenzudenken. Und was mich interessiert hat auch an dieser Thematik ist, dass ich einerseits, ich bin tatsächlich viel unterwegs auf Konferenzen und so weiter, Vorträgen und Veranstaltungen, und das Thema ist virulent. Jeder spricht eigentlich darüber und jeder sagt, das ist ja ganz schlimm, aber keiner macht ja was. Also es gibt ja keinen Massenprotest. Jeder erwartet, dass die anderen auf die Straße gehen oder was auch immer. Das ist bezeichnend, das finde ich sehr interessant, was das eigentlich für ein Phänomen ist. Ich denke, einerseits deutet es darauf hin, also manchmal habe ich so das Gefühl, da fehlt eigentlich nur der Funke, der das Ganze zur Explosion bringt. Da sind ja so ein paar Funken geflogen, jetzt gerade kürzlich auch mit einem Gerichtsurteil in den USA, mit dem, was gerade hier so hochkocht, mit dem BND. Also vielleicht ist da was am Zündeln und explodiert dabei etwas.
es wäre gut. Die andere Seite ist aber auch, finde ich, so eine Art von Resignation, die sich breit macht. Wie Christian gesagt hat, ich bin lange dabei, habe seit Anfang der 90er mich mit dem Internet beschäftigt und war eigentlich ab Mitte der 90er Jahre wirklich eine begeisterte Internetnutzerin und bin es immer noch. Ich finde, das Internet ist eine der größten Errungenschaften, die Menschheit geschaffen hat. Und ich finde, wir sollten das nicht kampflos irgendwelchen kommerziellen und machtpolitischen Interessen überlassen. Und deswegen finde ich diese ganze Rhetorik der Resignation so von wegen, naja, die Cyber-Utopien, die sind alle vorbei. Und wer noch denkt, dass man mit dem Internet, dass man über unabhängige Infrastrukturen und so weiter autonome Softwareprojekte und etc. nachdenken sollte, das sind einfach Naivlinge, die noch nicht begriffen haben, was eigentlich los ist. Das stimmt und das stimmt auch nicht. Und ich finde, wir sollten uns, wir sollten sozusagen nicht dieser Rhetorik nachgeben und dieser Resignationsstimmung. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass sozusagen Kräfte aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenwirken und dass wir zusammen einfach Strategien des Widerstands entwickeln und formen und uns gegenseitig ermutigen, was auch immer zu tun, auf die Straße zu gehen, Krypto-Partys zu veranstalten, Kunstwerke zu machen, einfach um eine gesellschaftliche Diskussion zu dem Thema wirklich noch breiter zu führen. Und ich bin der Meinung, und wir haben das jetzt, wir sehen, erste Reaktionen kommen jetzt tatsächlich, die ist nicht vergeblich. Also wir müssen dafür kämpfen. Und ich bin fest der Überzeugung, dass wir was erreichen können, zusammen. So, mein Vortrag hat insgesamt vier Kapitel, die erstmal unabhängig voneinander sind, aber ich hoffe, dass sie dann doch alle sich zusammenschließen am Ende. Das erste Kapitel hat die Überschrift Künstler und Hacker oder Hacking and Art. Das zweite ist etwas theoretisch, aber ich habe auch versucht, oder ich werde versuchen, sozusagen das auf ein Minimum zu beschränken. Da geht es um die politische Ökonomie des Hacking. Und ich glaube, das wird dann ersichtlich, warum ich das auch für sehr, sehr relevant finde in diesem Kontext hier. Das dritte Kapitel geht tatsächlich über Snowden selbst und einige Fakten und Theorien. Und zuletzt möchte ich gerne ein paar Kunstprojekte vorstellen zu dieser Thematik. Also zuerst Künstler und Hacker. Aus gegebenem Anlass einer Konferenz des CCC, die an einer Kunsthochschule stattfindet, möchte ich zunächst darauf eingehen, was Künstlerinnen und Hackerinnen unterscheidet, aber eigentlich noch viel mehr auf das, was sie verbindet. Wie aus der Einladung zu dieser Veranstaltung zu entnehmen war, gehöre ich selbst zu der Generation der Pionierinnen der Netzkunst. Nachdem ich 1996, da werde ich jetzt ein bisschen was wiederholen, was Christian schon angedeutet hat, nachdem ich 1996 ein DAAD-Stipendium bekommen hatte, um Netzkunst in den USA zu erforschen und Gelegenheit hatte, mich mit vielen Künstlerinnen auszutauschen, die das World Wide Web und andere Protokolle nutzen als künstlerisches Experimentierfeld, kam ich 1997 nach Hamburg zurück, gerade rechtzeitig für den Open Call der Hamburger Kunsthalle, Arbeiten für einen ersten Museumswettbewerb für Netzkunst einzureichen. Was viele Netzkünstlerinnen der ersten Stunde gemeinsam hatten, war eine institutionskritische Haltung, verbunden mit der Idee, mit dem Internet nicht nur ein Produktionsmedium gefunden zu haben, was ganz neue Möglichkeiten eröffnet, sondern gleichzeitig auch ein vom etablierten Kunstsystem unabhängiges Distributionsmedium. Der Aufruf der Hamburger Kunsthalle, sich nun mit seinen Arbeiten, den Bewertungskriterien eines Museums und der Anerkennung einer Jury auszusetzen, die bestenfalls eine vage Idee vom Internet hatte, verstörte viele Netzkünstlerinnen. Einerseits reagierten sie ablehnend, andererseits waren Preisgeld und Ruhm verlockend. Ganz explizit forderte der Call dazu auf, Arbeiten einzureichen, die das Internet als Material und Gegenstand der Kunst verstanden und nicht etwa nur digitalisierte traditionelle Kunstwerke. Auch ich ärgerte mich über die Vereinnahmungsversuche des Museums
das den Wettbewerb zusammen mit der Spiegel als Medienpartner und Philips als Sponsor auslobte. Ignorieren war ebenso wenig eine Option wie kommentarlose Teilnahme. Der Name des Wettbewerbs lautete Extension, also Erweiterung, und stand für die Absicht des Museums, eine neue virtuelle Abteilung zu eröffnen, für die der Wettbewerb erste Exponate liefern sollte. Als ich über die Möglichkeiten nachdachte, den Wettbewerb netzspezifisch zu stören, hatte ich die Idee, eine Art Variante von DOS durchzuführen, also Denial of Service Attacks, die Überflutung eines Servers mit Anfragen, die zu seinem Absturz führt. Meine Version dieser Strategie war keine programmgesteuerte Flut von Anfragen, sondern eine Flut von Künstlerinnen, die sich für den Wettbewerb anmeldeten. Ich erfand 300 Künstlerinnen mit Namen, stattete sie mit real funktionierenden E-Mail-Adressen aus, was 1997 noch ein bisschen aufwendiger war als heute, und erfundenen Adressen aus verschiedenen Ländern, sieben verschiedenen Ländern. Dieser erste Ansturm verblüffte das Museum, brachte den Wettbewerb aber nicht zum Erliegen. In einem automatisierten Verfahren bekamen alle angemeldeten Künstlerinnen ein Passwort, mit dem sie ihre Kunst auf den Server des Museums laden sollten. Das war schon eine der Absurditäten des Wettbewerbs. Man konnte also keine URLs einreichen, was man tun würde, wenn man heutzutage Netzkunst anguckt, sondern man musste die Netzkunst auf den Server des Museums laden. In einer ersten Presseerklärung jubelte das Museum über die hohe Beteiligung und hob besonders den extrem hohen Frauenanteil hervor. Im nächsten Schritt musste ich für all diese Künstlerinnen Netzkunstwerke herstellen. Ich begann vollkommen zufällig HTML-Code im Copy- und Paste-Verfahren zu kombinieren, was sehr künstlerisch aussehende Websites zeitigte, aber auch mühselig und zeitraubend war. Ein befreundeter Programmierer regte mich dann dazu an, den Herstellungsprozess zu automatisieren. Das dafür geschriebene Perl-Skript war der Vorläufer des Netzkunstgenerators und was, wie Christian schon angedeutet hat, eins meiner erfolgreichsten und folgenreichsten Projekte überhaupt war. Hier ist die Website, also NetArt Generator. Da gibt es verschiedene Versionen davon. Die allerersten von 97 laufen nicht mehr, muss ich zugeben, aber es gibt drei Versionen, die noch laufen. Letztendlich schaffte ich es, knapp 200 Kunstprojekte einzureichen. Diese wurden zusammen mit den anderen Kunstprojekten von der Jury begutachtet, die sich darauf keinen Reim machen konnte. Die einzelnen Websites ergaben keinen Sinn in den Augen der Jury und die strukturelle Ähnlichkeit einer großen Anzahl von Einreichungen nahm sie nicht als eigene Qualität wahr. Trotz der hohen Beteiligung von Frauen gingen leider die drei Preise letztendlich an drei Männer und meine Intervention blieb unentdeckt. Sie hatte den Wettbewerb in seinem Ablauf nicht ernstlich gestört. So entschloss ich mich, meinen Beitrag selbst in Form einer Presseerklärung zu veröffentlichen, die ich bei der Pressekonferenz des Museums verteilte. Die Museumsvertreter waren schockiert und die Presse jubelte. Es gab Besprechungen in diversen Medien, die meine Aktion, die ich in Anlehnung an den Wettbewerbsnamen Female Extension nannte, zur eigentlichen Siegerin des Wettbewerbs ernannten, zum Leidwesen des bloßgestellten Museums. Die geben bis heute, wenn Kunsthistoriker dazu forschen, keine Auskunft über das Projekt. Der Spiegel erwähnte am 15.09. zum ersten Mal den Begriff Hacking im Zusammenhang mit meiner Aktion. Ich zitiere: Mit ihrem Projekt Female Extension hackte sie den Wettbewerb, hieß es da. Und Tilman Baumgärtel schrieb in der Taz: Der Netzkunstwettbewerb Extension der Hamburger Kunsthalle war wahrscheinlich die erste Veranstaltung in der Kunstgeschichte, die gehackt wurde. Die Wochenzeitung Die Woche ernannte mich zur Hackerin der Woche. Ups. Es war in diesem Zusammenhang, dass meine Tätigkeit als Künstlerin zum ersten Mal mit dem Begriff des Hacking zusammengedacht und gebracht wurde, ein Begriff, der hauptsächlich im Bereich der Computerkultur Verwendung findet, der mich aber seitdem immer wieder beschäftigt. Was ist ein Hacker?
konsultiert man auf der Suche nach einer Definition von Hacking das Jargon-File, dem selbstverfassten Wörterbuch der Computer-Hacker-Kultur, findet man folgende Vorschläge. Ups. Na, sag mal, habe ich die gar nicht? Schade, die habe ich jetzt nicht, da müssen Sie mir zuhören einfach. Also, die Vorschläge des Jargon-Files. Ich dachte, ich hätte da auch einen Slide. Erstens, eine Person, der es Spaß macht, die Details programmierbarer Systeme auszukundschaften und deren Möglichkeiten auszureizen, im Gegensatz zu den meisten Nutzern, die nicht mehr als das nötige Minimum an Kenntnis lernen möchten. Zweitens, jemand, der begeistert oder sogar besessen programmiert oder dem es mehr Spaß macht, selbst zu programmieren, als nur darüber zu theoretisieren. Drittens, jemand mit Sinn für Hack Value, das heißt eine hackerische Herausforderung. Viertens, jemand, der schnell programmieren kann. Fünftens, ein Experte für ein bestimmtes Programm oder jemand, der mit oder an diesem Programm viel gearbeitet hat, zum Beispiel ein Unix-Hacker. Sechstens, ein Experte oder Enthusiast jeglicher Art. Zum Beispiel kann man auch ein Astronomie-Hacker sein. Siebtens, jemand, der die intellektuelle Herausforderung liebt, Beschränkungen kreativ zu umgehen oder zu überwinden. Achtens, in Klammern abwertend, ein böswilliger Eindringling, der durch Herumwühlen an sensible Daten gelangen will. Daher die Begriffe Passwort-Hacker oder Netzwerk-Hacker. Die korrekte Bezeichnung für diese Wortbedeutung ist Cracker. Wenn Sie länger in der Hackerkultur sind, ist Ihnen das sicher bekannt, dass es da seit langem so einen Versuch gibt, zwischen Hackern und Crackern zu unterscheiden, aber das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Also dieser Versuch ist gescheitert, kann man sagen. Der Großteil dieser Definitionen bezieht sich explizit auf Computertechnik und digitale Netzwerke. Aber selbst das Jargon-File öffnet den Begriff hin zu etwas, was man Haltung nennen könnte, die sich in vielen anderen Bereichen auf unterschiedliche Weise manifestieren kann. Jegliche Art von System kann gehackt werden. Und folglich gab es diese Art der Betätigung bereits lange vor dem Computerzeitalter. In diesem Sinne ist Computerhacking eine Spezialdisziplin und neuere Variante dessen, was Florian Kramer die alte Kunst der List und der Manipulation von Systemen nennt. In jedem Fall bedarf es einer gewissen Kenntnis des Systems und der Fähigkeit, auf unerwartete und überraschende Weise damit oder darin zu operieren. Hier sehe ich auch die strukturelle Nähe zwischen Kunst und Hacking. Diese liegt in methodischen Gemeinsamkeiten. Prinzipiell kann das für alle Arten von Kunst gelten und nicht unbedingt nur für Medienkunst. Und Female Extension, diese Intervention, war gewissermaßen ein systemischer Kurzschluss zwischen Kunst und Computerkultur, in der sich eine formale Nähe mit einer inhaltlichen Nähe deckte. Mein Interesse für Hackerkultur, in die ich quasi aus Versehen, aber dennoch irgendwie begründet durch mein Interesse für das Internet als künstlerisches Medium geraten war, veranlasste mich, mich genauer mit dem Hacking bzw. der Hackerkultur auseinanderzusetzen und sogar in einigen künstlerischen Experimenten die Schwachstellen dieses Systems, also der Hackerkultur selbst, im Kontext des CCC auszuloten. Und zwar war ich selber von ungefähr 1997, also nachdem mir quasi die Medien das angetragen hatten, dass ich mich als Hackerin verstehen könne, 4 Jahre lang selber Mitglied im CCC Hamburg. Es war nicht zu übersehen, dass es sich dabei um eine Kultur von jungen, weißen Männern handelte, es also ein Gender-Problem gab. Gleichzeitig interessierte mich ihr Umgang mit Technik, die Haltung dazu und auch das vorhandene oder nicht vorhandene politische Selbstverständnis. Und ich denke, auch hier wird es interessante Anknüpfungspunkte an die Snowden-Debatte geben. Besonders aufschlussreich für die Erforschung ist die sogenannte Hackerethik. Die haben wir jetzt hier. Eine Reihe von Werten,
die für die 1980er Hackerkultur um das MIT herum maßgeblich waren und im Buch Hackers von Stephen Levy 1984 herausgearbeitet wurden. Als Grundsätze beschreibt er folgende: Der Zugang zu Computern soll grenzenlos und total sein. Alle Informationen sollen frei sein. Autorität sollte misstraut werden. Dezentralisierung ist zu bevorzugen. Hacker sollten nur nach ihrer Fähigkeit zu hacken beurteilt werden, nicht nach Kriterien wie Rasse, Klasse, Alter oder Stellung. Computer können benutzt werden, um Kunst und Schönheit zu schaffen. Und zuletzt, Computer können dein Leben zum Besseren wenden. Diesen Grundsätzen zugrunde liegt die Faszination durch Technik, auf jeden Fall. Ein großes Freiheitsdenken, aber ich finde auch ein gewisses Elitedenken. Das im Deutschen als Hacker-Manifest bekannt gewordene Bekenntnis von 1986 zeigt eine wichtige Haltung. Im englischen Originaltitel The Conscience of a Hacker. Der junge Mann, der da unter Pseudonym spricht, fühlte sich vollkommen unterfordert in seinem Leben, bis er endlich den Computer entdeckt und nun nicht mehr zu bremsen ist. Nur der Computer ist für ihn ein ernstzunehmendes Gegenüber und mit Hilfe eines Modems hat er sich ganz neue Welten erschlossen, in denen er auch endlich Gleichgesinnte findet. Dann tut er etwas Verbotenes und wird verhaftet. In seiner Haft schreibt er diese Bekenntnisse nieder. Yes, I'm a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think and not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for. I'm a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual, but you don't stop us all. After all, we're all alike. Von 1986. Natürlich empfindet er sich selbst nicht als kriminell, sondern eher als überintelligent und auf der Suche nach intellektuellen Herausforderungen. Neugier, Spieltrieb und Wissensdrang treiben ihn also weder kommerzielle noch politische Interessen. Er klagt die Freiheit ein, zu allen Informationen Zugang haben zu können und lehnt die Autorität kategorisch ab, die es ihm verbieten will. Wie Levy und seine Hackerethik setzt er sich als eine Art universale, neutrale Instanz und fantasiert eine gerechte Hackerwelt, in der nur objektive Leistung zählt. Interessant ist auch, dass in der Hackerethik die Begriffe Kunst und Schönheit auftauchen, die meiner Erfahrung nach oftmals in Bezug auf einen eher veralteten Kunstbegriff der Ars, also dem Beherrschen von Fertigkeiten, beruht, der in der bildenden Kunst mindestens seit der Erfindung der Genieästhetik ausgedient hat. Gleichzeitig kommen durchaus auch genieästhetische Vorstellungen zum Tragen, wenn die Rede ist von genialen Hacks und auch dem Geniekult um einige Hackerpersönlichkeiten, von denen neben frühen Hackern, die medienwirksam kriminalisiert worden sind, wie zum Beispiel Kevin Mitnick, besonders der Erfinder der GNU General Public License, Richard Stallman, WikiLeaks-Gründer Julian Assange und natürlich der Whistleblower Edward Snowden Kultstatus genießen. Dabei steht das künstlerische Genie für eine Schaffensweise, die eigentlich den Prinzipien der Hackerkultur widerspricht, insofern als Teilen und Kollaboration wichtige Aspekte darstellen. Das Genie hingegen ist autonom, schafft aus sich selbst heraus, kreiert die Regeln, nach denen es beurteilt werden muss, selbst. Im Gegensatz dazu befindet sich der Hacker in einem Ökosystem von Geben und Nehmen. Ist einer Ethik verpflichtet, sein Wissen zu teilen, mit anderen zusammenzuarbeiten und einen moralischen Umgang mit Informationen zu pflegen. Zudem stehen im Bereich der Computertechnik sehr viel objektivere Bewertungskriterien zur Verfügung als in der Kunst. Was das bürgerliche Künstlergenie durchaus mit dem Hacker gemeinsam hat,
neben seinem Geschlecht natürlich, ist, dass beide, wenn auch auf unterschiedliche Weise, den Inbegriff der individuellen Freiheit in Kombination mit Schöpferkraft verkörpern. Beide sind umgeben vom Mythos einer gewissen Universalität, die den weißen Mann als Norm setzt, ohne dies allerdings selbst zur Kenntnis zu nehmen. Der blinde Fleck im System, von der feministischen Kunstgeschichte für das Kunstsystem zwar inzwischen ins allgemeine Bewusstsein gehoben, fehlt diese feministische Kritik weitgehend in der Hackerkultur, obwohl sich langsam Anzeichen einer Veränderung abzeichnen. Dazu später noch mehr. Ende der 1990er hat mich das Thema Gender in der Hackerszene so interessiert, dass ich länger dazu empirische Forschung betrieben habe. Meine Recherchen haben mich in Kontakt gebracht mit illustren Herrschaften wie Bruce Sterling, den Autor von Hacker Crackdown unter anderem und vielen Science-Fiction-Romanen, oder Gail Thackeray, die die US Cybercrime Unit der Regierung mit aufgebaut hat und dann für den großen Crackdown im Jahr 2000 verantwortlich war. Im Wesentlichen wurde deutlich bei meiner Recherche, dass es im Bereich des technisch versierten Hacking so gut wie keine Frauen gab, damals. Inzwischen ist das etwas anderes. Der CCC hat sogar eine weibliche Sprecherin und das Sommercamp im August, für das Sommercamp im August ist ein ganzes queer-feministisches Dorf geplant, in dem ein versierter Umgang mit Technik in Verbindung gebracht wird mit aktivistischen Ansätzen von Community Radio, Transgender bis Feminist Crypto. Die jungen weißen Männer, die sich so sicher sind, anderen Menschen unabhängig von Rasse, Klasse, Geschlecht, Alter oder sozialer Stellung zu begegnen, werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie bald nicht mehr unter sich sein werden. Damit wird sich dann hoffentlich auch etwas mehr Bewusstsein darüber einstellen, warum sie bisher unter sich waren und wie wenig universal der eigene Standpunkt eigentlich war. Ende der 90er Jahre war man weit entfernt von solchen Einsichten. Es gab sehr wenige Frauen im Umfeld des CCC, ganz zu schweigen von feministischen Ansätzen. Dazu habe ich auch in der Datenschleuder mehrmals was geschrieben. Das ist sozusagen das Zentralorgan des CCC. Diese Situation habe ich zum Anlass genommen für einige künstlerische Interventionen, sozusagen kleine Hacks des Systems Hackerkultur. Der erste ist dieses. Wenn Sie das verfolgen, auf dem CCC, nach dem CCC, der großen Konferenz, gibt es immer eine Lost and Found Webseite. Die habe ich immer gerne studiert, sozusagen aus ethnografischem, ethnologischem Interesse, einfach um zu sehen, was Hacker alles so haben und was sie vergessen, wenn sie irgendwo intensiv gearbeitet haben, tagelang. Ich habe dann beschlossen, dass ich diese Lost and Found Seite benutze, um sozusagen etwas einzuschleusen. Das heißt, ich habe etwas vergessen auf dem nächsten Kongress, was dann fotografiert und auf die Webseite des CCC kam. Und das war dieses Gerät, ein sogenanntes Persona. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert. Das ist ein Gerät, mit dem Frauen ihre fruchtbaren Tage messen können. Und das wurde dann, wie ich auch von Insidern gehört habe, mit Interesse studiert, was das denn jetzt für ein elektronisches Gerät ist. Man kannte das nicht, hat sich dann aber doch entschlossen, vielleicht weil es elektronisch war, das zu fotografieren und auch auf die Webseite zu geben. Dazu gehörte auch noch, oder in der gleichen Aktion, war auch noch eine Handtasche, da habe ich jetzt kein Foto, das war von dem Merchandising von Lara Croft, eine Handtasche, die ich gefüllt habe mit allen möglichen frauenspezifischen Dingen, aber auch Computerwerkzeugen und diversen Adaptern und Steckern und so weiter. Also diese zwei Sachen waren dann auf der Webseite des CCC. Das andere war, dass meine Recherche, die ich auch zusammengeschrieben habe in einem Text, die hat mich dann doch etwas deprimiert, weil ich mir eigentlich so gewünscht hatte, dass ich da so ganz tolle, wilde, gefährliche, radikale Frauen finde im Umfeld der Hackerkultur, und das gab sie einfach nicht. Und ich dachte, ich kann das jetzt nicht dabei belassen, einfach festzustellen, also ich spreche von 1999, dass es die nicht gibt, und habe beschlossen, sozusagen in meinen Künstlermodus umzuschalten und habe sie erfunden.
Und die Art und Weise, wie ich sie erfunden habe, dafür habe ich mir zunutze gemacht. Es war eine Zeit lang sehr en vogue, Hacker zu interviewen. Und da sie natürlich alle subversiv sind und nicht erkannt werden wollen, haben sie sich immer ganz tolle Sachen einfallen lassen, wie man die Gesichter nicht erkennen kann. Und die habe ich auch alle studiert, diese Interviews, und dachte mir, das ist perfekt, um sozusagen eine Person zu erfinden, die es nicht gibt. Ich setze die vor die Kamera, die kann aber ihr Gesicht nicht zeigen. Die Skripte habe ich alle geschrieben. Hier ist so ein kleiner Screenshot. Das ist die Hackerin Clara Soft, die ich erfunden habe. Have Script Will Destroy ist eins der Videos, die, glaube ich, sollte zumindest noch im Netz zu finden sein. Das waren also so kleine Interventionen, und dieses Video habe ich dann wieder genommen, ohne zu sagen, dass ich die erfunden habe, und habe die zum Beispiel gescreent auf Hacker-Konferenzen. Und da gab es dann ernsthafte Vorwürfe gegen mich, dass ich die Privatsphäre nicht genug geschützt hätte, dieser Frauen, dass man das rekonstruieren könnte anhand der Interviews, wo die tätig sind und so weiter. Und ganz am Schluss der Diskussion habe ich dann immer habe ich das sozusagen offenbart und habe gesagt, by the way, they don't exist. Und das war mir mein großes Vergnügen sozusagen, meine Kunst in die Hackerkultur reinzutragen und da sozusagen die vorzuführen. Gut, wofür steht Hacker für mich? Mein nachhaltiges Interesse an der Hackerkultur entwickelte sich aus der Einsicht, dass Hacker die einzigen wirklich unabhängigen Experten sind für alles, was mit digitaler Technik und Vernetzung zu tun hat. Die Einsicht, dass das eine wichtige gesellschaftliche Funktion darstellt, hat inzwischen jede und jeder begriffen. Genauso deutlich ist es aber auch geworden, dass es nicht mit dem Spaß an der Maschine endet. Dadurch, dass es fast keine Aspekte unserer Gesellschaft mehr gibt, in der Computer und Vernetzung keine Rolle spielen und sich der Missbrauch dieser Macht immer deutlicher zeigt, sei er politisch oder ökonomisch motiviert, werden politische Positionierungen immer unerlässlicher. Viele Hacker sehen sich in einer libertären Tradition, das heißt einer uneinheitlichen politischen Strömung, die das Individuum, individuelle Freiheit, besonders gegenüber dem Staat, sowie Eigentum und Wettbewerb in den Mittelpunkt stellen. Durch seine wirtschaftsfreundliche Nähe zum Neoliberalismus finde ich den Bezug auf den Libertarismus unbefriedigend und möchte im Folgenden eine Theorie vorstellen, die meines Erachtens großes Potenzial hat, um zu einem neuen politischen Selbstverständnis beizutragen. Damit komme ich zum zweiten Teil, The Political Economy of Hacking. Das, was ich versuche zusammenzufassen, ist dieses Buch A Hacker Manifesto von Mackenzie Work von 2004. Der Titel ist zunächst etwas irreführend, zum einen leicht zu verwechseln mit dem bereits genannten Hacker Manifest von 1996. Zum anderen vermutet man, dass es sich lediglich dabei um ein weiteres Beispiel von Bekenntnisliteratur aus der Hacker-Szene handelt. Ebenfalls handelt es sich dabei auch nicht um ein Manifest im klassischen Sinne. Ein Manifest wörtlich übersetzt mit etwas handgreiflich machen bedeutet, eine Programmatik aufzustellen, eine öffentliche Erklärung von Zielen und Absichten, oft in Bezug auf politische Themen. Dies ist ein Hacker-Manifesto nicht, sondern es entwickelt vielmehr eine Theorie, eine Abstraktion möglicher Verhältnisse, ohne eine politische Programmatik weiter auszuführen. Dennoch halte ich diese Theorie für extrem hilfreich. Prinzipiell geht es darum, kennt das jemand, das Buch? Ist es bekannt? Niemand. Wow. Es ist echt toll. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es gab mal eine deutsche Übersetzung, die ist leider vergriffen. Das PDF der englischen ist im Netz. Prinzipiell geht es darum, die neue, die auf Informationen basierende Wirtschaftsform aus der Perspektive der politischen Ökonomie zu denken. Die Figur des Hackers spielt dabei für Work, der selbst Kulturtheoretiker ist, die zentrale Rolle. Um es vorab deutlich zu machen, es gibt mehrere Gründe, warum ich diese Theorie wichtig und interessant finde und auch im Zusammenhang dieser Thematik, um die es heute geht. Der Begriff des Hackers wird von Work breit gedacht und stellt
in seinem Verständnis eine klare Verbindung und stellt eine klare Verbindung von Hackern und anderen Kreativen her. Die Verbindung wird nicht nur unschuldig im Sinne von Neugier, spielerischer Herausforderung, Spaß am Programmieren, Kreativität im Allgemeinen verstanden, sondern hat eine klare politische Intention. Mit der politischen Verortung von Kunst und Hacking erlaubt diese Theorie auch eine Bezugnahme auf Snowden. Das ist es, was sie über 10 Jahre nach Erscheinen als scharfsinnig, wenn nicht gar hellsichtig erscheinen lässt. Und ich muss sagen, ich habe das Buch damals nicht gelesen, weil ich mich 2004 gerade nicht allzu sehr für Hackerkultur interessiert habe und dachte, ach nee, jetzt nicht wieder ein anderes Buch. Es ist sehr irreführend, aber wie gesagt, als eine politische Ökonomie des Hacking wirklich ein Grundsatzwerk. Es ist aufgeteilt in 17 Kapitel. Jedes enthält kurze, nummerierte Abschnitte, was sehr dem epigrammatischen Stile von Guy Debord, die Gesellschaft des Spektakels, nachempfunden ist, dem bekanntesten literarischen Werk aus dem Umfeld der situationistischen Internationale. Und natürlich spielt es auch in der Assoziation zum Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels von 1948 als eine Analyse des industriellen Kapitalismus und der kommunistischen Programmatik. Work stellt die Informationswirtschaft in eine Entwicklungslinie von Eigentumsbegriff und Produktionsverhältnissen. Grundlegende Begriffe seiner Theorie sind Abstraktion, Virtualität, Information, Hacker, Klasse, Eigentum, Mehrwert und noch einige andere. Das sind so die zentralen Begriffe. Der Begriff der Klasse dient dazu, zwei Gruppen von Menschen zu unterscheiden. Einerseits diejenigen, die etwas produzieren und andererseits diejenigen, die mit dem Produzierten Mehrwert erwirtschaften. Verkürzt die produzierende und die besitzende Klasse. In historischer Perspektive sind das Landeigentümer und Landarbeiter, Kapitalisten und die Arbeiterklasse und nun in der Wissensökonomie das, was er die vektorielle Klasse nennt, das erkläre ich gleich noch, als Besitzende und die Hacker als produzierende Klasse. Zuerst zum Begriff des Hackers bzw. des Hacking bei Work. Als Ausgangspunkt nimmt er den Begriff des Hacking im Kontext der Computerkultur sowie die dazugehörige Hackerethik, das heißt, es ist der jugendliche rebellische Geist, der intellektuelle Herausforderungen sucht und sich messen will. Aber Work nimmt sich die Freiheit, dieses begrenzte Verständnis zu erweitern, zu abstrahieren und entwickelt letztendlich daraus die paradigmatische Figur eines neuen Produktionsprozesses. Ein Begriff aus der Computerkultur als Referenz zu benutzen, findet er adäquat, denn alles, worum es in der Wissensökonomie geht, ist ohne Computertechnologie nicht zu denken. Gleichzeitig fasst er den Begriff viel weiter für alle, nämlich die Information produzieren. Um dieses Produzieren von Information näher zu fassen, werden zwei weitere Begriffe wichtig, nämlich Abstraktion und Virtualität. Für Work bedeutet Hacking die kreative Produktion von Abstraktion. Er schreibt: We are the hackers of abstraction. We produce new concepts, new perceptions, new sensations, hacked out of raw data. Whatever code we hack, be it programming language, poetic language, math or music, curves or colorings, we are the abstractors of new worlds. Whether we come to represent ourselves as researchers or authors, artists or biologists, chemists or musicians, philosophers or programmers, each of these subjectivities is but a fragment of a class still becoming, bit by bit, aware of itself as such. In diesem Zitat wird deutlich, wie auch Künstler und andere Kreative und Forschende unter dem Begriff der Hacker subsumiert. Hacking ist also eine Weise des Abstrahierens. Es bedeutet, eine neue Ebene zu eröffnen, auf der verschiedene Dinge miteinander in Bezug treten können. Hacking bedeutet aber auch, in Kontakt zu treten mit dem, was er the virtual nennt, also Virtualität. A hack touches the virtual and transforms the actual.
Virtualität eigentlich definiert als Eigenschaft einer Sache, nicht in der Form zu existieren, in der sie zu existieren scheint, aber in ihrem Wesen oder in ihrer Wirkung einer in dieser Form existierenden Sache zu gleichen, zum Beispiel ein virtueller Server, versteht Warg unter Virtualität etwas anderes, nämlich eine Art von Potentialität, aus der heraus konkrete Formen entstehen können. Er selbst beschreibt es so, Zitat, "To hack is to release the virtual into the actual, to express the difference of the real." Und ein weiteres Zitat, "Every hack is an expression of the inexhaustible multiplicity of the future of virtuality." Das klingt eigentlich wie eine sehr allgemeine Definition von kreativem Schaffen, aber Warg vermeidet den Begriff der Kreativität vollkommen. Die Virtualität, das, was ich als Potentialität verstehe, ist also die echte Domäne des Hackers. Die Fähigkeit und der Drang, Neues zu finden und zu erschaffen, Potentialität zu realisieren, ist das, was alle verbindet, die Warg als Hacker bezeichnet. Es bedeutet, Zugang zu haben zu dieser Potentialität und einen Teil davon zu transformieren in Wirklichkeit. Das Virtuelle bleibt die unerschöpfliche Quelle dessen, was real ist, aber noch nicht verwirklicht, was es noch nicht gibt, aber jederzeit entstehen kann durch die Tätigkeit des Hackers. Das, was entsteht bei einem Hack, kann man erst einmal als Information bezeichnen, die zentrale Kategorie der Informationsgesellschaft. Information drückt das Potenzial des Möglichen aus. Information ist die Ebene, auf der Virtualität in Erscheinung tritt, eine Form findet. Information drückt sich in dieser Form aus, ist selbst aber immateriell. Gleichzeitig kann sie ohne materiellen Träger nicht existieren. Für diese abstrakte Beziehung zwischen Materialität und Information schlägt Warg den Begriff des Vektors vor, der auch namensgebend ist für die vektorielle Klasse, also die Klasse derjenigen, die den Mehrwert von Information abschöpfen. Vektor steht für die Möglichkeit der Ablösung der Information vom Material, für die Verschiebung zur Abstraktion, die wiederum die Vorbedingung ist für die Kommodifizierung der Information in Form von geistigem Eigentum. Alles, Objekte und Subjekte, entstehen auf der Ebene von Informationen. Ebenso ist es die Ebene, auf der die Entstehung neuer Objekte und Subjekte postuliert werden kann. Information steht also für das Potenzial von Potenzial. Es ist die Stelle, an der sich Virtualität manifestiert. Das Potenzial der Potentialität birgt seine Gefahren, aber auch Chancen, je nachdem, ob die Information frei ist und so die eigene Gefährlichkeit abwenden kann oder ob sie sich im Besitz einer bestimmten Gruppe befindet und lediglich deren Interessen dient. Im letzteren Fall kann Information die ihre inhärente Virtualität nicht mehr realisieren. Freie Information hat nichts mit dem freien Markt zu tun. Freie Information ist kein Produkt, sondern ein Zustand effektiver Zuweisung von Ressourcen, schreibt Warg. Freie Information bedeutet eine Vielfalt von öffentlichen und Geschenkökonomien, eine Pluralität von Formen. Um freie Information zu gewährleisten, ist es notwendig, die Eigentumsfrage offen zu lassen. Information, die in Privatbesitz ist, kann nichts anderes als die Eigentumsform zu wiederholen. Durch die Warenförmigkeit von Informationen wird die Welt versklavt und den Interessen derer untergeordnet, die durch die Verknappung ihre Gewinnspanne oder ihre Machtziele erweitern. Der vektoriellen Klasse, wie sie Warg nennt. Die Potentialität von Informationen dient so keinem anderen Zweck, als Zukunft herzustellen, die wieder nur Wiederholungen der Warenförmigkeit sind. Ein weiteres Mal stehen so die Interessen von Produzierenden und Besitzenden entgegen. Wie bereits deutlich wurde, ist eine der zentralen Konzepte, um die es geht, das Eigentum, das geistige Eigentum. Um etwas zu Eigentum machen zu können, muss es aus dem Kontinuum herausgelöst und als begrenzt markiert werden. Gleichzeitig wird es an eine Person gebunden, die des Eigentümers. Warg stellt geistiges Eigentum in die Traditionslinie von Eigentum überhaupt.
von Eigentum an Land und Kapital und seiner konstituierenden Funktion von Subjektivität ebenso wie Klasse, nämlich derjenigen, die besitzt und derjenigen, die nicht besitzt. Während traditionelle Formen von Eigentum lokal und kontingent sind, ist geistiges Eigentum universal und abstrakt. Umso mehr eignet es sich für die Akkumulation von Mehrwert. Die Produzenten von Informationen finden sich konfrontiert mit der Klasse von Besitzenden, die die Produktionsmittel, die Mittel zur Aufbewahrung und Verbreitung von Informationen besitzen, die er Vektorialisten nennt. Den Konflikt um geistiges Eigentum beschreibt Work folglich als Klassenkonflikt. Nicht nur im Hinblick auf Eigentum und Mehrwert, sondern auch im Hinblick auf die Einschränkungen, die sich daraus ergeben für die Produktion neuer Informationen. Darin liegt der Grundwiderspruch des geistigen Eigentums begründet. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung an der Stelle, weil das hat Christian nicht gesagt. Ich bin unter anderem durch die Arbeit mit dem Netzkunstgenerator auch an die Grenzen des geistigen Eigentums von jemand anderem gestoßen und damit in erhebliche Probleme geraten und dieses Konzept des geistigen Eigentums in dem Konflikt mit künstlerischer Freiheit hat mich so sehr beschäftigt, dass ich mich 5 oder 6 Jahre in Form von einer Doktorarbeit damit beschäftigt habe. Das heißt, das Konzept des geistigen Eigentums ist eigentlich wirklich im Zentrum meiner Arbeit und meines Interesses. Information will frei sein, liegt aber überall in Ketten, schreibt Work. Hacker kämpfen dafür, wenigstens Teile der Information zu sozialisieren, die notwendig sind, um weitere Hacks auszuführen, um damit auch wieder die vektorielle Klasse zu füttern, zumindest teilweise. Die vektorielle Klasse kann nur durch technische Entwicklungen im Bereich Kommunikation und Kontrolle existieren. So, das ist jetzt alles ein bisschen trocken. Ich habe noch ein paar abschließende Bemerkungen von Work. Aber ich denke trotzdem, also zum einen habe ich wirklich versucht, das so ein bisschen zu kondensieren, aber das ist ein ganz wunderbares Buch, was ungeheuer dicht und inspirierend ist. Also ich kann es nur empfehlen zur Lektüre. Ich möchte sozusagen diese Theorie von Work damit abschließen, mit dem Politikbegriff, den er vorschlägt und der sich aus dem ergibt, was er vorher erörtert hat. Hacker tun sich aus eigenem Interesse schwer damit, Allianzen mit solchen Formen von Massenpolitik einzugehen. Die Unterschiede zwischen Minderheiten der Einheit in der Aktion unterordnet. Massenpolitik läuft immer Gefahr, die kreative, abstrahierende Kraft des Zusammenwirkens von Unterschieden zu unterdrücken. Und ich denke, Hacker eben nicht nur im technischen Sinn, sondern auch Künstlern. Und ich finde, das ist wirklich etwas, was Hacker und Künstler verbindet, sozusagen, weswegen beide sich schwer tun, damit sich politisch zu organisieren. Das Interesse der Hacker liegt nicht in der Repräsentation der Massen, sondern in einer abstrakten Politik, die die Produktivität von Unterschieden zum Ausdruck bringt. Die Klasse der Hacker braucht keine Einheit in Identität, sondern sucht Vielfalt im Unterschied. So, Hacker haben eine ambivalente Stellung, wie sich daraus ergibt. Zum einen stellen sie quasi das Rohmaterial her, für den informationellen Kapitalismus, also Hacker jetzt wirklich in der ganzen Breite. Auf der anderen Seite, dadurch, dass sie die Tools beherrschen und sozusagen tatsächlich Zugang haben zu dieser Produktionsform und die Produzierenden sind, haben sie natürlich auch eine gewisse Macht und sind deshalb eine Bedrohung und werden deshalb kriminalisiert. Überall löst sein Wunsch, die virtuelle Seite, also der des Hackers, die virtuelle Seite der Informationen frei zugänglich zu machen, Daten als Geschenk zu teilen und Vektoren zur eigenen Expression zu appropriieren, moralische Entrüstung und Panik aus und wird zu einer Rechtfertigung für Überwachung und Zugangsbeschränkungen technischen Wissens, das nur noch den richtigen Autoritäten verfügbar sein will. So, damit sind Sie erlöst von Work. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Es wird ein bisschen unterhaltsamer wieder. Und vielleicht können wir das ja auch, ich hoffe, wir haben noch Zeit für eine Diskussion nachher, noch ein paar Sachen auch noch mal genauer
in der Diskussion besprechen. Nun zum dritten Teil, zu Post-Snowden. Von Post-Snowden zu sprechen, impliziert, dass eine sinnvolle Unterscheidung von vorher und nachher gemacht werden kann. Snowden steht, wie wir alle wissen, für die Veröffentlichung von Geheimunterlagen aus den Rechnern des US-Geheimdienstes NSA. Inzwischen sind fast 2 Jahre vergangen seit seinem ersten Coming Out als Whistleblower im Juni 2013. Und ich denke, es lässt sich wirklich sagen, dass sich etwas verändert hat bzw. dabei ist, sich zu verändern. Aufgrund der Art und Weise, wie er vorgegangen ist, zum einen sich selbst zu Wort zu melden und offen über seine Motive zu sprechen, zum anderen der Herausgabe von Dokumenten in kleinen Häppchen und aufbereitet durch Medienpartner, haben nicht dazu geführt, was er befürchtet hat, den Skandal zu einem 3-Tages-Aufreger-Thema zu machen, sondern im Gegenteil, es kommen ständig neue Informationen heraus. Snowden äußert sich immer in anderer Form, sodass langsam die Tragweite seiner Enthüllungen durchsickern kann in ein breiteres Bewusstsein, so auch immer mehr Menschen die Gelegenheit bekommen, darauf zu reagieren, individuell oder in gemeinsamen Aktionen. Eigentlich müsste man meinen, dass Snowden nicht vorgestellt werden muss, obwohl immer noch erstaunlich viele Leute nicht wissen, wer Edward Snowden ist, tatsächlich, oder was er genau gemacht hat, und noch weniger, was das mit ihnen zu tun hat. Und deswegen möchte ich jetzt mal gerne kurz eine kleine Einspielung machen von dieser Sendung. Hat die zufällig jemand schon gesehen? Ein paar. Okay, ich finde, man kann sie auch öfter angucken. Wir gucken auch nicht alles an. Has made it clear, he feels the rewards have been worth it. You said in your letter to Brazil, I was motivated by a belief that the citizens of the world deserve to understand the system in which they live. My greatest fear was that no one would listen to my warning. Never have I been so glad to have been so wrong. How did that feel? I was initially terrified that this was going to be a 3-day story. Everybody was going to forget about it. But when I saw that everybody around the world said, whoa, this is a problem. We have to do something about this. It felt like vindication. Even in America? Even in America. And I think we're seeing something amazing, which is if you ask the American people to make tough decisions, to confront tough issues, to think about hard problems, they'll actually surprise you. Okay, here's the problem. I did ask some Americans, and boy, did it surprise me. I have no idea who Edward Snowden is. You've never heard of Edward Snowden? No. I have no idea who Edward Snowden is. I've heard the name. I just can't think right now exactly what it is. Well, he sold some information to people. He revealed some information that shouldn't have been revealed. Edward Snowden revealed a lot of documents through WikiLeaks. Edward Snowden revealed a bunch of secrets, I guess, or information into WikiLeaks. Edward Snowden leaked. He's in charge of WikiLeaks. I'm in charge of WikiLeaks. Not ideal. I guess on the plus side, you might be able to go home because it seems like no one knows who the f*** you are or what the f*** you do. You can't expect everybody to be uniform, right? Okay, sozusagen, das ist schon mal angekommen bei den Amerikanern. Das ist also nicht unbedingt sehr bekannt. But the thing is, everything you did only matters if we have this conversation properly. So let me help you out there. You mentioned in an interview that the NSA was passing around naked photos of people. Yeah, this is something where it's not actually seen as a big deal in the culture of NSA, because you see naked pictures all of the time. That terrifies people, because when we ask people about that, this is the response you get. The government should not be able to look at dick pictures. If the government was looking at a picture of Gordon's penis, I definitely feel it would be an invasion of my privacy. Yes, if the government was looking at pictures of my penis, that would upset me.
They should never, ever, the U.S. government have a picture of my dick. If my husband sent me a picture of his penis and the government could access it, I would want that program to be shut down. I would want the dick pic program changed. I would also want the dick pic program changed. I think it would be terrific if the program could change. I would want it to be tweaked. I would want it to have clear and transparent laws that we knew about and that were communicated to us to understand what they were being used for or why they were being kept. Do you think that program exists? I don't. I don't think that program exists at all. No. 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 If I had knowledge that the U.S. government had a picture of my dick, I would be very pissed off. Well, the good news is there's no program named the Dick Pic Program. The bad news is they are still collecting everybody's information, including your dick pics. What's the over-under on that last guy having sent a dick pic recently? You don't need to guess. I'll show you. I did take a picture of my dick, and I sent it to a girl recently. This is the most visible line in the sand for people. Can they see my dick? So with that in mind, look inside that folder. That is a picture of my dick. So let's go through each NSA program and explain to me its capabilities in regards to that photograph of my penis. So, 702 surveillance, can they see my dick? Yes. The FISA Amendments Act of 2008, which Section 702 falls under, allows the bulk collection of internet communications that are one end foreign. Bulk collection, now we're talking about my dick. You get it. It's not what I expect. You get it, though, right? I do. Right, because of... Yeah, because... Yeah, anyway. So, if you have your email somewhere like Gmail, hosted on a server overseas or transferred overseas, or at any time crosses outside the borders of the United States, your junk ends up in the database. So it doesn't have to be sending your dick to a German? No. Even if you send it to somebody within the United States, your wholly domestic communication between you and your wife can go from New York to London and back and get caught up in the database. Executive Order 12333, dick or no dick? Yes. EO 12333 is what the NSA uses when the other authorities aren't aggressive enough or they're not catching as much as they'd like. For example... Okay, so how are they going to see my dick? I'm only concerned about my penis. When you send your junk through Gmail, for example, that's stored on Google's servers. Google moves data from data center to data center, invisibly to you without your knowledge. Your data could be moved outside the borders of the United States temporarily. When your junk was passed by Gmail, the NSA caught a copy of that. Prism. Prism is how they pull your junk out of Google with Google's involvement. All of the different Prism partners, people like Yahoo, Facebook, Google, the government deputizes them to be sort of their little surveillance sheriff. They're a dick sheriff. Correct. Upstream. Upstream is how they snatch your junk as it transits the internet. Okay, Mystic. If you're describing your junk on the phone, yes. But do they have the content of that junk call or just the duration of it? They have the content as well, but only for a few countries. If you are on vacation in the Bahamas, yes. And finally, and do you need to remind yourself? No, I'm just not sure what to do with this. Just hold on to it. It's a lot of responsibility. Yeah, it is a lot of responsibility. That's the whole point. Should I? No, you should absolutely not. And it's unbelievable that you would do that. Actually, it's entirely believable. 215 metadata. No. Yeah. But... Come on, Ed. They can probably tell who you're sharing your junk pictures with because they're seeing who you're texting with, who you're calling. If you called a penis enlargement center at 3 a.m. and that call lasted 90 minutes? They would have a record of your phone number calling that phone number, which is a penis enlargement center. They would say they don't know it's a penis enlargement center, but of course they can look it up. Edward, if the American people understood this,
they would be absolutely horrified. I guess I never thought about putting it in the context of your junk. Would a good takeaway from this be, until such time as we've sorted all of this out, don't take pictures of your dick. Just don't do it anymore. No, if we do that, if we... Wait, hold on. What, you're saying no? Yeah. You should keep taking pictures of your dick. Yes, you shouldn't change your behavior because a government agency somewhere is doing the wrong thing. If we sacrifice our values because we're afraid, we don't care about those values very much. That is a pretty inspiring answer to the question, hey, why did you just send me a picture of your dick? Because I love America, that's why. Ja, John Oliver. Auf seine unnachahmliche Weise hat etwas herausgearbeitet, woran sich auch Aktivisten und Künstler abarbeiten, wenn es um die Enthüllungen Snowdens geht. Das, was aus den Files, die er zugänglich macht, hervorgeht, ist extrem abstrakt. Die NSA mit einigen ihrer Aktivitäten, dass die NSA mit einigen ihrer Aktivitäten gegen Gesetze verstößt oder dass bestehende Gesetze, wie zum Beispiel der Artikel 215 des Patriot Act, der unkontrollierten Überwachung zu viel Raum geben, mag irgendwie skandalös klingen, aber niemand glaubt von vornherein, dass bei einem Geheimdienst alles mit rechten Dingen zugeht. Und deswegen, ich glaube, das war das große Verdienst. Und man sieht ja auch deutlich, Edward Snowden, also das war vorher nicht irgendwie geprobt oder so, der ist wirklich überrascht von diesen Dickpics und hat es dann aber irgendwie relativ schnell kapiert, was sozusagen die Idee dahinter ist, dass es eben einfach eine Anschaulichkeit braucht, um die Problematik zu übersetzen. Ja, im Zentrum des ganzen Skandals, den Snowden hilft aufzudecken, ist ja auch mehrmals erwähnt worden, steht der USA Patriot Act. Dieses Gesetz, das 2001 kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center verabschiedet wurde und auch als Anti-Terror-Gesetz bekannt ist, schränkt in erheblichem Maß die Grundrechte der Bürger ein und erlaubt ausufernde Überwachung. Es ist gedacht gewesen als Notmaßnahme in einem Ausnahmezustand, nur dass dieser Ausnahmezustand nun schon seit 14 Jahren andauernd und scheinbar zum Normalzustand geworden ist. Der Philosoph Giorgio Agamben nimmt in seinem Buch Ausnahmezustand darauf Bezug und diskutiert die Problematik. Er definiert Ausnahmezustand als kohärentes Ensemble von rechtlichen Phänomenen an der Grenze zwischen Recht und Politik und erläutert, wie durch diesen andauernden Ausnahmezustand die Privatsphäre, damit die Meinungsfreiheit und letztendlich eine demokratische Gesellschaftsordnung gefährdet sind. Und Snowden liefert die Beweise dafür, dass US-Geheimdienste in Zusammenarbeit mit Telekommunikations- und IT-Unternehmen in unvorstellbarem Ausmaß Daten sammeln und was sie genau die verschiedenen Programme zum Ziel haben. Dieses Gesetz wurde in erster Fassung von Präsident Bush 2001 unterzeichnet und ist inzwischen mehrmals verlängert worden, auch von Obama. Und Obama gilt inzwischen als der Präsident eines Überwachungsstaates mit nie gesehenem Ausmaß. Also es ist nicht möglich, sozusagen diese Sauerei lediglich Bush und den Republikanern in die Schuhe zu schieben, sondern sehr viel mehr ist eigentlich tatsächlich noch Obama und seine Regierung involviert. Eine Kontrollinstanz ist zwar vorgesehen, der FISA Court, aber von den 35.400 noch was Anträgen auf Überwachung hat er lediglich 12 abgelehnt. Das heißt, alle Überwachungsmaßnahmen werden durchgewunken und sind damit größtenteils juristisch abgesichert. Die Ausnahme ist zu einer politisch wie juristisch sanktionierten Routinesache geworden, da der FISA-Court ein geheimes und zugleich umfassend wirkendes Urteil zum Zugriff durch die NSA erlassen hat, ist davon auszugehen, dass potenziell alle Daten internationaler Nutzer durch US-Provider an die NSA weitergeleitet werden. Um kurz
eine Dimension anzudeuten, die NSA beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Jahresbudget von 10,8 Milliarden Dollar. Allein der BND liefert zusätzlich monatlich 1,3 Milliarden Datensätze an die NSA. Und dass es dabei nicht in erster Linie um Terrorbekämpfung geht, zeichnet sich auch immer deutlicher ab. Die Spiegeljournalisten Rosenbach und Stark entnehmen einem von Snowden geleakten Geheimdokument, dass lediglich 35% der Aktivitäten der NSA direkt der Terrorbekämpfung dienen. Das heißt, die restlichen 65% werden dazu benutzt, um unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung die Vormachtstellung der USA zu sichern, durch Ausspionieren von Regierungen, Politikern und Diplomaten weltweit, zum Beispiel auch der UNO und der UNICEF, sowie durch Wirtschaftsspionage. Und natürlich nicht zuletzt der flächendeckenden Überwachung der eigenen Bürgerinnen und Bürger. Ein Zitat von Snowden: Jeder Analyst der NSA kann jeden jederzeit ins Visier nehmen. Ja, und während ich diese Fakten recherchiert habe, überschlagen sich die Ereignisse. Am 1. Juni laufen einige Artikel des Patriot Acts aus, also vor allem 215. Und es gab zum einen letzte Woche ein Gerichtsurteil in den USA, das bestätigt hat, dass sozusagen wie mit diesen Paragraphen umgegangen wird, nicht, es hieß, glaube ich, im Gerichtsurteil, es war eine Fehlinterpretation der Gesetze. Das heißt, die waren zu weit gesetzt und was damit gemacht wurde, hat das Gericht für nicht rechtsmäßig erlaubt. Das heißt, im Prinzip gab es jetzt eine politische Reaktion in den letzten Tagen. Das Abgeordnetenhaus im USA hat diesen Patriot Act diskutiert und ist in der großen Mehrzahl zu dem Ergebnis gekommen, dass er so, wie er bisher bestanden hat, also dieser Ausnahmezustand der letzten 14 Jahre, so nicht verlängert werden soll. Es wird einen neuen Act geben, der wird Freedom Act heißen. Und wie einige Bürgerrechtsorganisationen jetzt schon bemängeln, wird da wahrscheinlich sich unter diesem neuen Namen auch nicht viel was anderes verbergen als unter dem alten. Wir lassen uns überraschen. So, zum Ende noch ein paar oder im vierten Teil. Dem Dreigespann von Hackern, Aktivisten und Künstlern spielen Künstler die Rolle, für die Themen und Inhalte, um die es geht, Formen zu finden, die auch zur Auseinandersetzung beitragen und die vielleicht auch eine neue Zielgruppen erschließen für Diskussion und die notwendige gesellschaftliche Diskussion mit forcieren. Als erstes möchte ich den Film erwähnen, Citizen 4, den haben wahrscheinlich viele gesehen. Laura Poitras ist eine US-amerikanische Filmemacherin, die am San Francisco Art Institute studiert hat und 2006 begann mit der Arbeit an einer Trilogie zum Thema America Post 9/11. Ihr erster Film in der Trilogie war über den Krieg im Irak, der zweite ging zu Guantanamo und der dritte in der Trilogie ist Citizen 4 geworden. Das war eigentlich geplant, einen Film über Whistleblower zu machen und während ihrer Recherchen zu diesem dritten Film hat Edward Snowden mit ihr Kontakt aufgenommen und so hat sich alles sagen etwas anders entwickelt, als das vorgesehen war. Interessanterweise war es auch so, das sieht man in dem Film nicht deutlich, da kann man aber Hintergrundmaterial recherchieren, dass Snowden sozusagen sich Laura Poitras ausgewählt hat und Glenn Greenwald aufgrund ihrer Arbeiten, die sie vorher gemacht hatten und ihrer Reputation. Interessanterweise war das so, dass Edward Snowden wollte verschlüsselt kommunizieren und Glenn Greenwald war nicht in der Lage, das zu machen, weswegen das beinahe alles nicht zustande gekommen wäre. Er hat sich dann an Laura Poitras gewendet, die aufgrund ihrer Aktivitäten in Irak und einige andere und zu Guantanamo bereits auf der schwarzen Liste, auf der Blacklist
der Regierung befand und für die es schon sozusagen gewohnt war, nur verschlüsselt zu kommunizieren. Das heißt, den Einstieg hat er gefunden über Laura Poitras und die hat wiederum erst später Glenn Greenwald dazu geholt. Der Film ist sehr interessant. Er begleitet sozusagen hauptsächlich Snowden während der ersten Tage, nachdem er geflüchtet war. Viel spielt sich ab in einem Hotelzimmer in Hongkong. Und was ich besonders interessant finde formal an dem Film, ist, dass er sozusagen permanent sein eigenes Making mit reflektiert. Und zum anderen, dass eigentlich in dem Film, was sehr schön ist in dem Film, ist diese Wechselwirkung zwischen dem Film selber, der ja sozusagen erheblich durch Ausschnitte der Interviews, die schnell veröffentlicht werden, sozusagen in die Massenmedien reingeht und diese massenmediale Wirksamkeit dann wieder sich rückkoppelt in dem Film. Interessant ist auch, dass Snowden relativ am Anfang sagt, er will eigentlich nicht gefilmt werden, weil es bei der ganzen Sache nicht um ihn gehen soll. Also er ist so ein Anti-Held, was ihn natürlich auch sehr sympathisch macht. Und Laura Poitras aber ihn dann überzeugt hat, sozusagen auch aus dem Wissen heraus, das sie hatte von anderen Filmen, die geht immer so vor, dass sie Einzelschicksale nimmt und sozusagen an Einzelschicksalen und den Konflikten, die die Einzelnen erfahren, sozusagen die größeren Themen aufmacht. Ja, vielleicht noch eine Randnotiz habe ich mir noch gemacht. In dem Film, da kommt am Anfang, wird dokumentiert, die erste Korrespondenz, die abläuft zwischen Laura Poitras und Ed Snowden, und die läuft damals über den Mail-Provider Lavabit. Das war so ein Provider für verschlüsselte Kommunikation. Und der hat im Laufe, also das fing an irgendwann im Frühjahr 2013, und im Sommer hat der Betreiber von Lavabit, dessen ganze Idee das war sozusagen, dass es keine Stelle mehr gibt in diesem System, die sozusagen Inhalte abgreifen kann, der hat so Druck bekommen von der Regierung, dass er diese ganzen Daten veröffentlichen soll. Und er wollte das nicht, weil er eigentlich genau wegen der Verschlüsselungsmöglichkeit diesen Dienst überhaupt angeboten hat, von dem damals über 400.000 Leute Gebrauch gemacht haben, dass er beschlossen hat, also um sozusagen dem Druck der Regierung auszuweichen, hat er die ganze Firma geschlossen. Das nur so als kleine Randbemerkung, die ich interessant finde, sozusagen, wenn wir ja darüber nachdenken, wie frei oder unfrei ist unser politisches System. Was auch noch bemerkenswert ist an dem Film, ist, dass in den Credits, wo ja normalerweise alle möglichen oder immer Dankesaufführungen sind von Leuten, die sich irgendwie beteiligt haben, steht bei Laura Poitras immer Free software projects and security tools without which this film would not have been possible. The programs named include Tor, Tails, Debian, GNU Linux, Off the Road Messaging, GNU Privacy Guard, TrueCrypt, Secure Drop und so weiter. Das heißt, es ist da an der Stelle dieser Filmemacherin, sozusagen, die könnte überhaupt nicht arbeiten. Alle ihre Daten, ihre Festplatten, ihre Kommunikation muss alles immer verschlüsselt sein. Sie könnte überhaupt ohne diese Technologien gar nicht diese Firma machen, die sie arbeitet. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Zusammenspiel. Ja, das ist auch noch so ein Foto, was ich immer toll finde, sozusagen als bildende Künstlerin mit Bildenarbeit. Der Guardian gehört ja zu den Zeitungen, die sozusagen von Anfang an mit Files veröffentlicht haben von Snowden. Und vor allem, als sie die Enthüllungen über CGHQ gebracht haben, hat die britische Regierung enorm Druck ausgeübt auf den Guardian und hat Agenten in die Redaktion des Guardian geschickt mit dem Auftrag, diese Computer und die Festplatten, auf denen die Snowden-Files vermutet wurden, zu zerstören, also physisch zu zerstören. Das ist so eine unglaubliche Aktion. Es gibt auch Handyfilme und Fotografien, wie die tatsächlich anrücken mit Flex und Pfeilen und so weiter. Und diese, auch man denkt, hey Leute, es gibt nicht nur eine Version davon. Ja, aber symbolisch, ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat, aber ich finde das Bild unglaublich wichtig. Und aussagekräftig.
Das ist jetzt nicht. Auf der anderen Seite, wie Sie auch wissen, hat Citizen Four einen Oscar gewonnen und so sieht dann quasi die Glamour-Seite aus. ich muss es mit reinnehmen, weil ich denke, das ist einfach auch ein wichtiger Part. Nicht nur, weil es das Potenzial hat, sozusagen auch für Hollywood interessant zu sein, was es zweifelsohne hat. Das ist eine Superheldengeschichte, aber auch, weil ich glaube, dass diese Oscar-Prämierung natürlich auch unglaublich viel dazu beigetragen hat, die Inhalte und die Problematik weit zu verbreiten. Ja, was zu erwarten ist, Ende des Jahres ist ein Thriller von Oliver Stone mit dem Titel Snowden. Da können wir mal gespannt sein. Das wird dann ein richtiges Hollywood-Action-Movie. Und Oliver Stone hat die Rechte von diesen beiden Büchern gekauft. Snowden Files von dem Guardian-Journalisten Luke Harding für $700,000 die Rechte gekauft und von dem russischen, ach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, dieser Human Rights Anwalt, der Snowden in Russland vertritt, hat auch ein Buch über Snowden geschrieben und hat prompt dafür $1 Million kassiert für die Filmrechte. Also das lässt sich auch Geld damit verdienen, mit diesen Heldengeschichten. So, das waren zwei Filme, die ich einfach sehr wichtig finde, die zeigen sozusagen, wie künstlerische Umsetzung zur Verbreitung dieser Diskussion und der Debatte beitragen können. Es gibt zwei Theaterstücke, die sich damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das oder wie sehr das bekannt ist, Super Nerds. Das ist eine Theaterproduktion der Regisseurin Angela Richter hier in Köln am Schauspiel. Das wird im Ende Mai, hat es Premiere. Die Premiere, habe ich gesehen, ist schon ausverkauft, aber es läuft dann ungefähr noch 2 Wochen. Was ganz interessant ist, ist, dass Angela Richter tatsächlich, es ist ein Stück nicht nur über Snowden, sondern über Whistleblower im Allgemeinen. Und Angela Richter ist tatsächlich rumgereist in der Welt und hat die alle besucht. Sie hat Julian Assange mehrmals besucht in London, sie hat Snowden besucht, auch in Moskau und viele andere. Ich finde es interessant, sozusagen aus der Gender-Perspektive wieder, es sind nur Männer, die da auftauchen, die Helden sind, und sie die Frau, die sozusagen, und sie sagt auch ganz unverblümt in dem Vorwort, sie bewundert die unendlich. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Müssen wir jetzt immer noch die weißen Männer bewundern? Ändert sich vielleicht bald mal was. Auf jeden Fall, das Buch wird auch, also diese Interviews werden auch als Buch rauskommen. Die sind wirklich interessant zu lesen. Sie hat eine schöne Art zu fragen und kitzelt auch sozusagen aus Snowden alles Mögliche, wirklich noch andere Perspektiven raus als Journalisten. Das ist das eine. Und dann gab es ein zweites Theaterstück, was schon lief in Karlsruhe am Badischen Theater von Christian Gocke. Das war ein 1,5-stündiger Monolog, den Snowden hielt auf der Bühne unter dem Titel Ich bereue nichts. Ich habe es leider nicht gesehen, aber die Kritiken waren extrem gut. Also ich finde auch, dass es eine sehr schwierige Thematik ist, das umzusetzen, unter anderem eben auch deswegen, also das hat zum Beispiel der Regisseur auch gesagt, Die ringen darum, Bilder zu finden, das irgendwie zu übersetzen in etwas, ums Greifbare zu machen. Ja, dann diese Statue, die haben Sie vielleicht alle gesehen, obwohl sie nur einige Stunden da stand, wo sie stand, im Fort Greene Park in Brooklyn. Das haben anonyme Künstler in liebevoller Arbeit diese Bronzestatue gemacht, die also in Proportionen und so weiter genau die Schwingen des Adlers in der Spannweite, und die haben sich da viel Mühe gegeben, inklusive des Namenzugs, haben schon vermutet, dass es nicht lange da stehen würde, haben es aber sehr, sehr gut dokumentiert. Das heißt, auch wenn die da nur ein paar Stunden war, die ist in allen Köpfen jetzt und wird da für immer bleiben. Ja, und dann haben sozusagen diese Künstler, die diese Bronzestatue gemacht haben, weil sie das dann doch schade finden, dass sie so schnell weggeräumt wurde, haben ihre 3D
ihre Statue als 3D-File auf Thingiverse zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder, der über einen 3D-Drucker irgendwie verfügen kann, kann sie sich jetzt selber ausdrucken. Sie können dann sich noch die Farbe frei auswählen. Es gab noch eine dritte Variante zu dieser Statue. Das ist nämlich ein Hologramm, was auch eine Künstlergruppe gemacht hat, die immer mit Hologramms arbeitet, die Illuminator. Die sind auch in diesem Park und haben auch nur für eine Nacht lang sozusagen die nochmal reproduziert. Es waren jetzt also einige, ja, hier gibt es noch eine. Also das ist wirklich verrückt, wenn man da mal anfängt zu suchen. Das scheint so ein unendliches Meer zu sein. Und interessant eben immer wieder, nicht nur bei den Interviews und bei den Theaterstücken, wenn man, also bei mir klingt immer im Kopf so der erste Satz von Snowden, der gesagt hat, es geht nicht um mich in dieser Sache. Und es scheint jetzt wirklich nur noch um ihn zu gehen und alle verehren ihn als Helden. Und sein Konterfei ist überall. Es ist sehr problematisch. Ich finde, dass es zumindest etwas ist, was man auch thematisieren muss, also wie man damit umgeht. Da war noch eins. In Berlin von Davide Dormino, der hat hat drei gemacht. Das ist Snowden, Assange und Chelsea Manning. Und der geht damit auf Tour. Es sind drei Stühle, auf denen stehen die drei Helden und man kann sich selber auf den vierten Stuhl daneben stellen und ein Foto machen. Über künstlerische Qualität kann man streiten, aber zumindest ist es eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme. Dann gibt es eine ganz andere Arten von Interventionen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Jemand hat sich den Scherz erlaubt, auf Google Maps ins Weiße Haus ein Verified Business zu lokalisieren. Und zwar ein Geschäft für Snowboards. Das nennt sich Edward Snowden. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das noch da ist. Es war relativ lange da. Es ging mal kurz durch die Presse und dann war es immer noch da. Ich weiß auch nicht genau, wie schnell man das rausnehmen kann. Also es gab wohl irgendwie so einen Laden, der tatsächlich so hieß. Deswegen gab es das schon als Verified Business und dann wurde einfach die Location verlegt ins Weiße Haus. Das sind dann so kleine Scherze. Das ist eine Arbeit, die ich auch sehr schön finde, weil sie sozusagen auch mit Gesichtern, mit Personen, mit persönlicher Verantwortung umgeht. Das ist die Arbeit Overexposed von Paolo Cirio. Der hat Recherchen gemacht über hohe NSA-Mitarbeiter. Die Namen sind ja teilweise durchaus bekannt. Es ist nicht so ganz einfach, von denen allen Bildern zu kriegen. Er hat aber schon mehrere Projekte gemacht, wo er auch soziale Netzwerke gehackt hat, um sich Daten zu verschaffen und hat es wohl auch geschafft, dass er zum Beispiel bei Privataccounts von Facebook, wo Leute, also diese ganzen Gesichter, die er hier verwendet, von hohen NSA-Repräsentanten, sind aus irgendwelchen Familienfotos, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und so weiter. Und er bläst sie ganz groß auf. Er hat auch so eine Technik entwickelt, so Schablonen zu machen mit Lasercuttern. Und diese Riesenplakate, die er macht von diesen NSA-Verantwortlichen, die werden im Moment groß plakatiert in New York, Paris, Berlin und ich glaube in London, gleichzeitig in vier Städten. Wenn man auf seine Webseite guckt, also es werden ständig neue dazugefügt und er dokumentiert die auch fleißig. Und was ich da ganz schön finde, ist, das ist eben auch eine Form, sozusagen nicht nur ein Bild zu finden, sondern dieses Abstrakte, was immer dieses Überwachungssystem hat, das ist irgendeine Maschine, irgendein System, was man so schwer greifen kann und wo man so schwer sozusagen einen Ansatzpunkt findet, wie man intervenieren kann, dass er einfach das auf eine persönliche Ebene zieht und sagt, das ist nicht nur irgendein System, sondern es gibt Menschen, die dafür verantwortlich sind. Das sind Menschen, die das tun und die kann man auch mal benennen und die kann man auch mal zeigen, wer das ist. Ja, das ist noch eine andere Sache, die ich auch ganz interessant fand aus Spanien. Auch Hologram Protesters March.
eine Arbeit, wo sozusagen wo ein Versammlungsgesetz erlassen worden ist, dass Leute eben nicht mehr demonstrieren dürfen, dass Künstler dann quasi Projektionen machen von Demonstrationen. Dann sind noch ein paar aktivistische Projekte, die ich interessant finde, zu erwähnen. Diese Aktion, falls Sie nicht schon drüber gestolpert sind, also ich habe hier, als ich hergelaufen bin heute vom Bahnhof, mehrere solche Snowden-Sticker gesehen. Die kommen von einer Aktion, 1 Million Sticker für Snowden, beziehungsweise 1 Million für Snowden von Digital Courage in Bielefeld. Da kann man die sich auch umsonst bestellen. Und die Idee ist sozusagen wirklich 1 Million dieser Sticker zu verteilen, die irgendwo anzuwenden, anzubringen, ein Foto zu machen und das zurückzuschicken, eben auch ein Statement. Das ist nur eine von vielen Aktionen, die Digital Courage macht. Die sind unter anderem auch mit beteiligt an der Strafanzeige gegen die Bundesregierung, zusammen mit der Internationalen Liga für Menschenrechte und dem CCC, und eben die Strafanzeige gegen die Bundesregierung für das massenweise Ausspähen ihrer Bürger. Das läuft noch. Und das sind halt so Aktionen, die ich denke, die man auf jeden Fall unterstützen sollte. Je mehr Leute sich da beteiligen, umso besser. Auch von Digital Courage mitgetragen ist so eine Demo-Tour, Freiheit statt Angst, die auch durch in verschiedenen Städten stattfindet. Da gibt es auch eine ganze Menge lokaler Gruppen. Bin mir nicht sicher in Köln, aber es gibt Dutzende davon und Demos, und ich denke, je mehr Leute tatsächlich dann auch auf die Straße gehen und sich nicht nur darüber beschweren, dass andere nicht auf die Straße gehen, umso besser. Das ist noch ein Kollektiv, eine Gruppe, ich habe ein paar so individuelle Kunstprojekte gezeigt, die sicher alle irgendwie toll und wichtig sind. Ich denke, nachhaltiger als jetzt einzelne eher symbolisch wirkende Kunstprojekte sind wirklich mehr infrastrukturelle und Projekte, die sozusagen wirklich andere Strukturen bauen und nachhaltiger, längerfristig wirken können. Eins, was ich unbedingt nennen möchte, ist das Tactical Tech Collective. Das ist eine internationale Organisation, die ihren Hauptsitz in Berlin haben. Und die sind sehr gut auch in der Akquise von Geld. Das heißt, die Aktivisten, die bei denen arbeiten, werden bezahlt. Und die machen Projekte in der ganzen Welt mit allen möglichen und unmöglichen Leuten und Personengruppen und bringen denen autonomen Umgang mit Technik bei. Also ein ganz tolles Betätigungsfeld, und sei es nur für einzelne Projekte, kann man sich da auch engagieren. Ja, zum Ende sozusagen, ich habe ja gesagt, es hat sich einiges geändert in der Kultur rund ums Hacking. Das ist ein Beispiel dafür, ist das Deep Lab. Das ist ein Kollektiv von Künstlerinnen, Hackerinnen, Journalistinnen, Theoretikerinnen, die sind alles Frauen. Die haben sich gefunden an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, genau. Die haben ein Stipendium, eine Künstlerin hat ein Stipendium von der Warhol Foundation, hat gesagt, ich möchte das dazu benutzen, andere Frauen, die im Technikbereich arbeiten, einzuladen, mit denen zusammen Workshop zu machen, eine Publikation und so weiter. Ihren Tätigkeitsbereich beschreiben sie als kontinuierliche Erforschung von Fragen rund um Privatsphäre, Sicherheit, Überwachung, Anonymität und Big Data. Das sind im Moment 14 Frauen, und sie sind leicht zu finden im Netz. Sie haben eine Webseite, es gibt mehrere Videos mit Vorträgen von ihnen, mit ihrer Arbeit. Es gibt eine Publikation und so weiter. Also auf jeden Fall eine sehr anregende. Und eine dieser Lillian York ist da auch dabei, und die hat neulich bei einer Präsentation in Berlin einfach dieses Bild mal auf die Wand geworfen, um auch nochmal sozusagen auf diese Gender-Problematik hinzuweisen, auch in diesem ganzen Whistleblower-Kontext, wo eben die ganzen Helden sozusagen der Hacker-Szene sind, immer die weißen Jungs, und was steht denen eigentlich gegenüber, und können wir da nicht mal irgendwie an einer Balance arbeiten, oder warum ist denn das eigentlich so? Und das finde ich schon ganz interessant und wichtig, dass sozusagen solche Stimmen auch gehört werden.
Dann gibt es noch die Femhack.org. Das ist entstanden in Montreal aus um einem Hackerspace heraus, aber von Frauen und Transgender-Leuten, die sich da eigentlich nicht so wohl fühlten mit dieser Kommunikationskultur und gesagt haben, wir wollen weiterarbeiten an der Technik, an diesem ganzen Themenkomplex, aber wir müssen eigentlich andere Räume schaffen, in denen auch eine andere Kommunikation, ein anderer Zugang herrscht. Und Femhack hat sich inzwischen weit verbreitet. Es gibt da auch verschiedene Gruppen international, die sich teilweise personell überlagern, wenn ich das richtig sehe, sind die auch die Hauptbetreiberinnen dieses Queer Feminist Villages auf dem CCC Camp jetzt im August. Ja. So, damit bin ich quasi mit dem zu Ende, was ich vorführen wollte, und möchte abschließen nochmal auch mit ein paar Gedanken mich beziehen auf Dimitri Kleiner. Das ist ein Aktivist und Künstler aus Berlin, der ist Mitglied der Telekommunisten, und der hat einen sehr schönen Text geschrieben, der sich auch auf diese ganze Überwachungsthematik bezieht, und der hat dann nochmal eindrücklich darauf hingewiesen und hat gesagt, ja, Hacker alleine können das Problem nicht lösen. Wir können zwar Kryptosoftware und alles Mögliche anwenden, aber er unterstellt da so ein bisschen so eine Art, er nennt es Solutionismus, also Solutionism, sozusagen diese Ideologie, egal was für ein Problem, wir können das mit Technik lösen, mit neuen Erfindungen. Und er sagt, Vorsicht damit, es ist wichtig, sagen, dass wir diese Tools haben, aber die alleine reichen nicht. Und er ruft auch nochmal auf, er macht zum einen nochmal deutlich, sozusagen, wie elitär der Zugang ist zu diesen Tools, und dass sozusagen die Leute, die den Zugang haben, dann nicht arrogant damit umgehen sollen, sondern dass man das verstehen muss, dass die Masse der Leute wirklich auch über Massenplattformen kommuniziert und dass man dafür eine Lösung finden muss. Und solange das so ist, dass diese Massenplattformen, die ja großenteils auch über Werbung sich finanzieren und für die Werbung das extrem wichtig ist, dass man eben Profile erstellen kann und sprich Zugriff hat auf die persönlichen Daten der Kunden, wird es da keine Lösung geben. Das heißt, diese Tools alleine, Krypto-Tools alleine, die man jetzt sozusagen in der individuellen Anwendung benutzt, werden nicht die große Lösung des Problems bringen. Und deswegen ruft er auf und sagt, versucht auch nochmal zu erinnern, wie das in anderen Ländern war, wo Hack-Labs und Hacker-Clubs nicht so isoliert wie in Deutschland, sondern wo die tatsächlich entstanden sind im Kontext von Squatting-Bewegungen und größeren sozialen Bewegungen, und sagt, macht einfach nochmal deutlich, wie wichtig sozusagen dieses übergreifende Moment ist, dass man sagt, es ist jetzt Zeit für einen Schulterschluss zwischen der technischen Kompetenz, die Hackern haben, Politaktivisten und Leuten, die sozusagen auf der politischen Ebene das mit vorantreiben, Kampagnen machen, und eben auch Künstlern und Kreativen, die nochmal andere Öffentlichkeiten erschließen und andere Formen für diese Thematiken finden. Und ich kann ihm da nur zustimmen und hoffe jetzt, dass zumindest mal dieser Schulterschluss, vielleicht fehlen einfach in dieser Kombination von Künstlern und Hackern, vielleicht fehlen da tatsächlich jetzt auch noch die Aktivisten, also einfach noch klareres Campaigning und Informationspolitik auch noch zu forcieren. Ich hoffe aber, dass der Schulterschluss, der jetzt schon mal stattgefunden hat hier, dass der erfolgreich sein wird. Ich bin sicher, er ist es, und wünsche euch und uns einen schönen Kongress hier in Köln. Vielen Dank. Ist das geplant? Gibt es Fragen? Oder Q&A? Möchte jemand? Hat jemand was? Ist das eine Frage? Das ist eigentlich eine Bemerkung zu, du erwähntest, du weißt nicht, ob in Köln eine Freiheit statt Angst stattfinden soll. Dazu wollte ich sagen, das mag eventuell gerade auf der Kippe stehen, weil die Organisation, die sich damit beschäftigt, das ist die Stop Watching Us Cologne, leiden ein wenig unter zu wenig Teilnahme. Also wenn jemand Interesse daran hat, massenweise das wirklich zu machen, das Stop Watching Us Cologne im Internet bitte mit
Okay, danke. Ja, bitte? Very sorry, my German's not good. So can you use a microphone, please? Yeah. Possibility that I've not understood fully, and you've answered the question. And I think it was touched on a bit by Vark. But is there going to be one day when the word hacker is maybe completely meaningless for progressive discourse, or at least the kind of political struggles we're talking about now? Mm. For example, I mean, you get very different hacker communities. For example, communities around open data, crisis mapping, especially they want to open all of the data. Some hackers, you can even, they all have their calendar online, and you can see what city they're on, or maybe what hotel they're in. So, and it just seems to me that they're going in very opposite directions. Yeah, you said it's to turn the real into the virtual. There's also a movement to turn the virtual into the real, or the other way around. They go in both directions, and is it going to be a useless term at some stage? Yeah, no, I totally get your point. I think Borg actually intends the opposite, because he locates the hacker in like a niche which is criminalized, and at one point, and on the other hand, it's what the hacker culture used to refer to be this playful kind of, you know, enjoy exploring technology, intellectual challenges, and he wants to take it out. And what he does, he uses the hacker in this political economy, in a kind of a class system, where he says, he gives the, what he tries to do, he tries to use the term hacker really for and give to it a political agency, which is the opposite of what you're saying. But I see also the tendency that you see. There's a lot of creative industries stuff around that's also called hacking and hack labs and all Mark that. Mark Zuckerberg is a hacker. Pardon? Mark Zuckerberg is a hacker. but then it really depends on, you know, in what context you see it. I mean, I think the word still has a lot of potential, because it still has this many different connotations. Like Obama called Snowden a hacker as well. I don't think that Obama would call Mark Zuckerberg a hacker in the same context. So, you know, there's different meanings in different contexts. And I think maybe we should just try to use it in a subversive way, and also play it and exploit the term for what I call our purposes, my purposes. Please. Yes. Ja. Weiß nicht, ob du Assassinate Assange kennst. Das ist auch von Angela Richter. Mhm. Fand ich sehr beeindruckend. Also nimmt diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen Julian Assange aufs Korn und prüft mal, was da so an Sachlage hinter ist. Und so fand ich durchaus beeindruckend. Klär uns doch kurz auf. Worüber jetzt? Über die Sachlage hinter dem Vorwurf. Das ist nicht so einfach. Aber es ist zumindest fragwürdig. Also, und ich finde das durchaus sehr spannend irgendwie, dass dann da halt eben über so eine, ja auch, weil du immer dieses Feministen und Frauen und so weiter Thema dann thematisiert hast, dass man eben dann auch auf so einer Vergewaltigungs- oder sexuellen Missbrauchsebene irgendwie diese Leute dann angreift, entweder um sie gezielt zu diskreditieren oder weil sie tatsächlich schuldig sind. Das will ich gar nicht beurteilen, kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, aber ich finde es trotzdem sehr spannend irgendwie, dass sowas dann passiert und dass halt ja die gesamte Situation von Assange auch im Moment eben daran hängt, dass nicht wegen dieser Hacks irgendwie in Schweden verfolgt wird, sondern eben wegen so einer Vergewaltigungsvorwurf, also der da über ihm hängt. Ja, und es war ja auch bei Snowden interessant, dass sobald seine Identität bekannt war, ging durch die Medien, dass seine Freundin Pole-Tänzerin ist. Man denkt, na, was ist denn das jetzt für eine wichtige Information? So, sonst alles klar? Walk. Ich glaube, alle freuen sich schon auf die Musik, die in 3 Minuten anfängt. Vielleicht sollten wir einfach jetzt aufhören.